Fertig? Steh still! Okay, wirf ihn! Zurücktreten! Aber Miss Nika! Gefährliche Spiele sind in unserer Schule verboten. Ich möchte das nicht noch einmal sehen. Okay, Miss Nika. Mann, die Lehrerin hat alles abgebrochen. Das musst du verstehen, sie sorgt sich halt um mich, okay? Mach die Augen auf, sie ist mit dem Kapitän zusammen. Sie meint es nicht ernst. Du wirst sehen, bald wird Miss Nika meine Freundin. Träum weiter. Du warst heute den ganzen Tag traurig. Ich habe keine Zeit für eine Maniküre und zum Haare schneiden komme ich erst in 2 Monaten. Es sind die kleinen Dinge im Leben. Entspann dich. Ich kann nicht. Ein Mädchen zu sein ist so schwer. Du musst immer schön sein. Nimm dir ein Beispiel an den Jungs. Die machen sich nicht einmal die Mühe. Sie waschen sich und gehen. Ja, Kuzia wäscht sich überhaupt nicht. Siehst du? Aber du hast recht. Ein Junge zu sein ist viel einfacher. Öffne den Mund. Kitty, was ist los mit dir? Ich habe es jetzt schon satt, diesen Part zuzusehen. Und ich habe mich schon daran gewöhnt, ich achte gar nicht mehr auf sie. Du weißt, dass Archie und ich wie füreinander geschaffen sind. Stell dich hinter Mila an. Ich verstehe überhaupt nie, was du an ihm findest. Vergleich mich nicht mit Mila. Ich werde nicht einfach so nachgeben. Wahrscheinlich hast du bereits einen Plan. Natürlich gibt es das und er wird funktionieren. Wie habe ich denn auch gesagt? Einfach so gut, Mann. Tante Nika, die ganze Klasse hat ernsthafte Beschwerden über Leona und Archie. Durch ihr Verhalten stören sie den Lernprozess. Ja, Leona und Archie zeigen ihre Gefühle mit Gewalt, aber stört das jemanden? Ja, das ist sehr störend. In diesem Fall muss ich Maßnahmen ergreifen. Ich werde mit Captain Romeo beraten. Danke, Tante. Kitty, ich habe dir doch gesagt, ich bin deine Lehrerin in der Schule. Lehrerin Nika? Ach, da bist du ja. Oh, Miss Nika, möchtest du Tee? Nein, danke. Ich bin geschäftlich hier. Okay, ich höre dir zu. Leona und Archie haben ihre Gefühle zu aktiv gezeigt. Das kommt den Jungs in die Quere. Aber Liebesbeziehungen sind in der Einheit verboten. Und was schlägst du vor? Wir können ihnen nicht verbieten, sich zu verabreden. Dann müssen wir die Gruppe auflösen. Was bedeutet das? Lass uns gehen, ich erklär's dir. Was ist denn jetzt los? Ein paar Unzertrennliche sitzen hier in der Klasse. Daher sind wir gezwungen, Archie in die B-Klasse zu versetzen. Wie ist das möglich? Warum? Aufgrund der zahlreichen Beschwerden. Ihr stört den Bildungsprozess. Wer ist der Verräter? Was sollen wir denn da machen? Andere sind halt eifersüchtig oder so. Die Entscheidung ist bereits getroffen und kann nicht angefochten werden. Aber Captain Romeo, das ist nicht fair. Ich will nicht in die B-Klasse gehen. Warum bist du sauer? Archie wird nicht an eine andere Schule versetzt, sondern nur in eine andere Klasse. Frau Nika, wir sind dagegen. Das ist alles Milas Werk, da bin ich mir sicher. Nun, sie ist fertig. Hey, lass die Diskussionen. Ein weiteres Wort und das gibt 10 Stunden nachsitzen, okay? Archie, folge dem Kapitän. Er ist jetzt dein Klassenlehrer. Archie, komm jetzt mit. Archie! Ich werde dich raus jetzt mit dir, okay? Komm jetzt mit, Mann! Fangen wir mit dem Unterricht an! Bis dann! Danke, Kapitän! Wo ist Mila? Ich habe sie in der Schule gesehen. Haben wir einen neuen Jungen in der Schule? Wer ist das denn? Der Ersatz für Archie oder so? Ich weiß es nicht. Hey, warte mal, das sind meine Sachen! Hey, Kleiner! Kusje, was bist du, ein Narr? Warte mal, ist das Mila? Cooles Outfit. Nun, da alles geklärt ist, können wir endlich mit der Lektion beginnen. Bereit? Ja. Kompanie antreten. Begrüßt den Neuzugang in unserer Mannschaft. Ist Arch jetzt in unserer Klasse? Genau richtig. Die Kollegen akzeptieren und weitermachen, okay? Ich kann ihn nicht leiden. Halt dich zurück. Unsere Truppe muss freundlich sein, um den Feinden zu widerstehen. Sieh ihn dir an. Er ist nicht so cool wie wir. Hey, ich will sowas nie wieder hören, okay? Ich muss jetzt den Papierkram ausfüllen. Also viel Glück. Archie, willkommen. Hallo. Dieser Loser will in unserer Klasse sein? Ernsthaft? Komm schon, Bugs. Archie ist ein guter Kerl. Dann häng du mit ihm ab und komm nicht in die Nähe von Harry und mir. Verstanden? Ja, ja, ich auch. Ich sehe nicht, warum sie das machen. Mila, warum bist du so angezogen? Ich beschloss, ein Junge zu werden. Was? Warum?
Ein Junge zu sein ist viel einfacher. Das wird deine Probleme nicht lösen. Du siehst lächerlich aus. Findest du das lustig? Nein, schau dich um. Alle lachen über dich. Also schämst du dich, mit mir befreundet zu sein? Das ist nicht das, was ich meinte. Ich habe alles verstanden. Da ich nicht mit Mädchen befreundet sein kann, werde ich mit Jungen befreundet sein. Warum kommst du hierher? Ich gebe dir keine Kleidung, okay? Leute, nehmt mich in eure Gesellschaft auf. Hä, was? Die Jungs und ich haben eine eigene Gang. Ja, und Mädchen haben nichts mit uns zu tun. Leute, bitte, ich habe sonst niemanden, mit dem ich befreundet sein kann. Wir haben Nein gesagt. Gebt mir wenigstens eine Chance. Okay, lass sie mit uns abhängen. Kusia, was machst du? Sie ist schließlich meine Schwester. Sie muss unterstützt werden. Kusia, ich danke dir. Hey, fass mich nicht an, okay? Wenn du hier mit uns chillen willst, dann musst du die Regeln der Jungs befolgen, okay? Haben wir denn irgendwelche Regeln? Natürlich haben wir das. Ich bin einverstanden. Was soll ich tun? Zuallererst musst du dich wie ein Junge verhalten. Und wie verhalten sich Jungen? Wir zum Beispiel sind selbstbewusst und entspannt. Kleidung allein reicht nicht aus, um ein Junge zu werden. Ja, genau. Das musst du üben, okay? Gehen wir in die Turnhalle. Dort trainieren wir Mila, ja? Geht schon. Okay, gut gemacht, Mila. Hat Mila ernsthaft beschlossen, mit ihnen rumzuhängen? Es sieht so aus. Vergiss es. Am Ende des Tages wird sie einen Rock tragen. Sie wird es keine Stunde mit ihnen aushalten. Keine Sorge, Archie. Ich werde mich beschweren und wir werden bald wieder zusammen sein. Ich kann's kaum erwarten. Wie gefällt dir die B-Klasse? Ganz in Ordnung. Warum stehst du hier alleine? Lass uns ein paar TikToks drehen gehen. Ich mag's hier ganz doll. Es ist ein guter Ort zum Entspannen, ja? Soll das ein Witz sein? Es ist ein Durchgangsplatz. Lass uns drehen gehen. Ich will aber nicht. Los geht's. Warum drehst du nicht mit ihnen? Ich will's einfach nicht. Hallo, Leute. Hallo, Leona. Hey, Loser, da ist ein Schatten an der Wand. Verschwinde mal von hier. Redest du mit Archie? Komm, gehen wir. Aber halten sie dich für einen Verlierer? Ich mag sie eh nicht. Was macht das für einen Unterschied? Vox ist der beliebteste Junge in der Nachbarschaft. Du musst dich mit ihm anfreunden, denn er ist dein Klassenkamerad. Und warum sollte ich mit ihm befreundet sein? Ich will nicht, dass du als Verlierer dastehst. Du ruinierst meinen Ruf. Ach, dein Ruf ist am wichtigsten. Wenn du dich nicht mit Bugs anfreundest, brauchst du dich mir gar nicht erst zu nähern. Leona, du bist das beliebteste Mädchen hier, okay? Vielleicht kannst du mit ihm reden und ihm sagen, dass ich so ein toller Junge bin. Du willst, dass sich ein Mädchen um dich kümmert? Das ist eine Schande. Dann werde ich mich halt mit Bugs anfreunden. Oh, mein Magen knurrt. Lass uns in die Kantine. Ich habe auch einen Rabattcode. Ich habe noch nie einen Fuß in die Kantine gesetzt. Wohin dann? Ein Taxi ist schon unterwegs. Wir gehen ins Restaurant, okay? Komm mit. Was ist mit dem Unterricht? Oh, Flora, hallo. Hallo, Mila. Cooles Outfit. Danke, das ist meine Kleidung. Wir haben echt gut geübt. Ja, Mila, echt gut. Sie hat auf demselben Niveau wie wir trainiert. Ja, Respekt. Ich muss duschen. Ich stinke die ganze Bude voll. Du bist kaum ins Schwitzen gekommen. Männer verschwenden kein Wasser für Unsinn, ja? Husi, ich wusste nicht, dass du dich für die Natur interessierst. Ich habe das Buch gelesen, das du mir gegeben hast. Es scheint das einzige Buch zu sein, das er gelesen hat. Was machst du da? Ich habe sowas noch nie benutzt, okay, Mila? Aber Archie benutzt einen hygienischen Lippenstift. Es ist mir gerade egal, was Archie macht. Ja, du bist jetzt bei uns im Training, okay? Wie sieht dein Plan aus? Bist du zufrieden mit Archies Versetzung? Klar, jetzt zum zweiten Teil. Es macht dir doch nichts aus, in die B-Klasse zu gehen, oder? Um ehrlich zu sein, ist mir das egal. Hauptsache, wir sind zusammen. Schließlich bist du meine beste Freundin. Ausgezeichnet. Tante Nika, Gelia und ich wollen Archie unterstützen und ebenfalls in die B-Klasse wechseln. Kitty, gib es zu, was hast du vor? Wir wollen Archie einfach nur unterstützen und das ist alles, ganz ehrlich. Es gibt nur einen Platz in der B-Klasse. Nun, dann werde ich ohne Gelia gehen. Aber ihr seid Freundinnen. Aber es tut mir so leid für Archie. Er wird in der neuen Gemeinschaft nicht akzeptiert. Okay, dann schreibe ich dich auf. Du wirst ab morgen in die B-Klasse versetzt. Danke. Nun werden wir verlegt? Nun, ich werde ohne dich gehen. Wie kommt das? Wir wollten zusammen in die Klasse wechseln. Tut mir leid, es gibt nur einen Platz in der B-Klasse. Also das geht nicht. Du weißt, dass es meine Chance ist, mit Archie zusammenzukommen. Du machst also Schluss mit mir und du hast gesagt, wir werden Freundinnen. Hey, warum weinst du? Hattest du einen Streit mit deinem Freund? Verschwinde. Ich will nicht, dass du Tränen in mein Make-up weinst. Kopf hoch. Das ist leicht zu sagen. Weißt du, auch mein Leben ist kein Zuckerschlecken. Ich werde ständig von allen beneidet. Ich habe nicht einmal Freunde. Was ist mit Luna? Ich spreche mit Luna nur in der Schule. Sie ist ständig bei Wettbewerben. Also, Leona, ich will ehrlich zu dir sein. Für mich geht immer alles schief.
Härter zuschlagen. Komm schon, Mila, wie ich dir beigebracht habe. Auf geht's. Echt gut gemacht. Mila, wirklich toll. Leute, warum heißt sie immer noch Mila? Wir müssen uns einen anderen Namen für sie einfallen lassen. Vielleicht Baby, sie ist einfach so klein. Ich schicke dir gleich ein Baby. Dazu fällt mir nichts mehr ein. Hey Punks, verzieht euch. Ich bin hier, um einen TikTok zu drehen. In Ordnung, folgt mir. Und was jetzt? Wir werden einfach gehen? Und warum? Es ist Leona. Ja, aber wir waren zuerst hier, oder? Kümmer dich um sie, Mila. Warum kümmerst du dich nicht um sie? Weil sie ein Mädchen ist und wir das nicht machen, okay? Also musst du das machen. Also los, auf geht's. Los, komm, kümmer dich um sie. Kümmer dich um sie. Los, auf geht's. Weißt du, dieses Outfit steht dir besser. Versteck deine dicken Hüften. Hey, verschwinde hier. Die Jungs und ich waren zuerst hier. Verschwinde hier. Okay, das hättest du gleich sagen sollen. Super gemacht! Schön, hast du Leonas Gesicht gesehen? Sie macht sich definitiv in die Hose. Ich habe einen Spitznamen für dich. Ab jetzt heißt du Stier. Vielleicht ist sie eine Kuh, sie ist ja ein Mädchen. Im Moment wirst du eine Kuh sein. Wenn du etwas nicht magst, dann musst du zeigen, dass du das nicht möchtest und etwas dagegen tun, ja? Und wenn es Captain Romeo ist? Das ist egal, du musst deine Rechte verteidigen, okay? Ist das klar? Also los, zeig deine Rechte! Auf geht's, los, ja, los, ja, los, ja, los, ja, los, ja, los, ja, ja, los, ja, los, ja, 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 ja. Oh, ihr seid auch hier? Ihr geht, wie kann man in der Kantine essen? Wolltet ihr nicht in ein Restaurant? Nein, das hat heute Ruhetag, das ist geschlossen. Das ist einfach nur Müll. Ganz normales Essen. Was ist das hier? Das ist ein Salat. Mama hat mir Gemüse ohne Nitrate gemacht. Das reicht uns. Hey, leg das zurück, Mann. Was hast du gesagt, Loser? Archie, nicht. Lass ihn es nehmen. Ich habe noch mehr. Er kann nicht einfach unser Essen wegnehmen. Sag das nochmal. Sag das lieber nicht nochmal. Also gib Flora ihren Salat. Das ist jetzt mein Salat. Wenn du weiter so frech bist, dann werde ich alles Romeo erzählen. Du bist also auch eine Petze? Gib mir den Salat her. Du willst den Salat? Dann nimm ihn. Komm mit, Harry. Wir gehen in ein anderes Restaurant. Es ist besser, sich nicht mit ihnen anzulegen. Ich muss mich mit Bugs anfreunden, damit Leona mich respektiert. Hast du wirklich einen solchen Freund? Nein, aber um Leonas Ruf zu wahren, muss ich mich mit ihm anfreunden. Du hast eine seltsame Freundin. Der Ruf ist wertvoller als ein Freund. Ja, natürlich hast du recht. Großartig, Mila. Das ist mein Schlag. So ein schöner Schlag. Oh ja. Ja, ich erkenne Mila überhaupt nicht wieder. Sie verliert bereits den Verstand. Als ich mit ihr befreundet war, hatte ich sie wenigstens unter Kontrolle. Seht euch diese Bande an. Sie sind so freundlich. Nun sei nicht beleidigt, Gelia. Wenn Kuzia in die B-Klasse gewechselt wäre, wärst du ihm auch gefolgt. Nein, Freundschaft steht an erster Stelle. Also, heute solltet ihr einen Bericht vorbereiten. An die Tafel geht... Mila! Ponike, ich möchte nicht an die Tafel gehen. Ich fragte nicht, ob du es willst oder nicht. Wenn du nicht bereit bist, bekommst du von mir eine 6. Hey Lehrerin, bist du verrückt geworden? Ja, Mila ist ein Stier. Mila, entschuldige dich sofort, bevor es zu spät ist. Mila, was für eine Art von Vokabular ist das? Wenn du mir eine 6 gibst, male ich dir was auf die Stirn. Kapiert? Oh. Wie sprechen wir mit der Lehrerin? Ich spreche so, wie ich es möchte. Oh. Bleib nach der Schule, ich will mit dir reden. Und jetzt lass uns die Stunde fortsetzen. Ich habe gehört, dass dein Freund jetzt ein Loser ist. Woher weißt du das? Die Gerüchte verbreiten sich schnell. Bald wirst du deinen Ruf bei so einem Kerl verlieren, verstehst du? Oh, lass mich in Ruhe, ja? Jeder kann gehen. Oh, Archie, hi. Hallo. Hast du dich schon mit Bugs angefreundet? Noch nicht. Also beeil dich, denn in der Schule kursieren bereits Gerüchte, dass ich mit einem Verlierer zusammen bin. Leona, vergiss deinen Ruf. Wie auch immer, Archie. Du hast Zeit bis heute Abend, oder wir machen Schluss. Sagst du nichts dazu? Eigentlich ist mir das egal. Ich bin jetzt ein Junge. Ja, du bist jetzt ein Stier. So hat noch nie jemand mit der Lehrerin gesprochen. Na Leute, habt ihr mich vermisst? Kumpel, wir haben schon einen neuen Freund gefunden. Wir haben jetzt einen neuen Bruder, Mila. Du hättest sehen müssen, wie sie mit der Lehrerin gesprochen hat. Ich bring dir bei, wie du mit deiner Achselhöhle fuhrst. Los geht's. Oh mein Gott, ich habe meine Freundin und meine Freunde an einem Tag verloren. Harry, hilf mir in der Bibliothek. Bitte, der Captain war dort an einem Regal festgenagelt. Er wähnte sich wieder an der Front. Okay, gehen wir. Hey, Loser, die Couch ist besetzt. Ich sehe nicht, hier ist eine Menge Platz. Du bist also mutiger geworden. Warum willst du nicht mit mir befreundet sein? Weil du ein Loser bist. Das ist nicht die Antwort. Geh weg, lass mich ausruhen. Was für ein Argument wird hier vorgebracht? Ein weiterer Verlierer der A-Klasse. Hey, wie nennst du einen Verlierer? Ja, dich. Noch ein Wort und du bist am Arsch. Ich habe keine Angst vor dir. Okay, Bruder, tut mir leid. Archie, wenn der Typ dich stört, ruf mich.
Archie, warum hast du nicht gesagt, dass du so coole Freunde hast? Willkommen im Team, okay? Ich sehe, dass alles gut ist. Jetzt ist es Zeit für mich, zur Lehrerin zu gehen. Wie ich sehe, habt ihr euch angefreundet. Ja, und heute Abend gebe ich eine Party in meiner Villa. Ihr könnt kommen. Und du, Archie, kannst auf jeden Fall auch kommen. Vielen Dank, wir werden auf jeden Fall kommen. Hey, willst du mich jetzt dein Leben lang ignorieren? Setz dich zu mir. Ich sitze nicht mit Verrätern zusammen. Setz dich mit deinem Archie hin. Wir sind keine Freunde mehr. Entschuldigung, was kann ich für dich tun? Wechsel nicht in die B-Klasse. Naja, wenn du in die B-Klasse wechselst, sind wir beide keine Freundinnen mehr. Leute, was ist euch wichtiger? Eine Freundin oder ein Freund? Schreibt es in die Kommentare und liked und abonniert den Kanal. Tschüss zusammen!